Frühlingszeit ist Schwingerzeit. Mit dem Schlagwort habe ich jeweils in den letzten Jahren Zegmel-Reportagen im Radio angesagt. Jetzt darf ich es hier fürs Fernsehen machen, weil am Sonntag, 2. April, das erste Schwingfest des Jahres im Freien aussen stattfindet, nämlich in Altstetten. Der Schwingclub Mittelrintal mit ihrem Präsident Peter Koray, er ist zugleich auch noch OKA-Präsident, organisiert mit der Guckenmusik Städtlichläpfer von Altstetten zusammen den Anlass. Über 160 Helferinnen und Helfer hoffen natürlich auf gutes Wetter und gehen alles, dass das Fest eine tolle Saisoneröffnung für die Schwinger und für die Zuschauer wird. Wenn man die Siegerlisten der Rintal-Oberländischen Schwingfeste in den letzten Jahren anschaut, fällt auf, dass schon 5 Schwingerkönige den Siegermönch dürfen mit teilnehmen. Angefangen beim Schläpfer Ernst, über den Sutter Thomas, ab der Halde Jürg, vor Nöldi, bis zum Berner Gast Sempach Matthias. Eine tolle Referenz. In den letzten 15 Jahren durfte ich das Grabs schon 3-mal an einem Fest mitorganisieren und es war jedes Mal eine super Sache. Da ist das erste Mal der Name von Giger Semi im 2014, dort mal noch als 16-Jähriger, auf der Siegerliste auftaucht. Der Thurgauer Eidgenoss mit Appenzeller und Berner Wurzeln ist auch in diesem Jahr nebst 7 weiteren Eidgenossen auf der Schwingerliste und er tritt wohl als Top-Favorit in Altstetten an. Schneider Dominik, Zwissi Raphael und die 4 St. Galler Neueidgenossen Schlegel Werner, Ott Damian, Rebsamen Marcel aus dem Toggenburg und der Gott Marco aus Sagans treten nebst dem Südwestschweizer Gast Capeni Benjamin als weitere Favoriten an. Auch 17 Teilverbandskranzer aus den Kantonen Graubünden, Thurgau, Appenzell, St. Gallen und der Südwestschweiz versuchen, diesen Gregs natürlich das Leben im Segmel so schwer als möglich zu machen. Und dann unsere Rintal-Oberländer Schwinger. Wird wohl schwer für die, vorne an der Spitze mitzuschwingen. Am meisten darf man wohl am Gott Marco erwarten, wo das Bratteln am Eidgenössischen 2022 für mich ganz überraschend den Eidgenössischen Kranz geholt hat. Ist schon interessant, wie viele Topschwinger jeweils am Rintal-Oberländischen Schwingfest antreten. Ist es echt die erste Standortbestimmung nach einem harten Wintertraining? Der reichhaltige Gabentempel, der jedes Jahr auf die Schwinger wartet? Oder einfach die Atmosphäre im Rintel, wo immer um die 3000 Zuschauer und mehr anwesend sind? Ich denke, hat wohl vor allem etwas. Schwingerherz, was will man mehr? Kommt einfach schauen am Sonntag, 2. April, in die Schulanlage Schöntal in Altstetten. Am 10. Uhr geht's los. Der Hans-Jürg Vorburger an der Kamera und ich, wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon auf tolle Schwingerarbeit im Segmel und den Duft aus der reichhaltigen Festwirtschaft von feinen Würsten, natürlich an einem kühlen Bier oder an einem Most dazu. Männer, in die Hose!